Naja, theoretisch könnte jeder Mechanik lernen, ne? Also wir könnten Zwergen nehmen. Das ist ein Medium. Medien können Verbündete und Feinde unmittelbar mit mächtigen Seeleneffekten belegen. Die Kräfte kosten Fokus, welche die Medien durch den Einsatz ihrer Seelenpeitsche aufbauen. Das ist so abgefahren, das Spiel. Ja, ich nehme den Waldläufer und der kriegt Mechanik. Das muss ja nicht gleich so ein totaler Baumkuschler sein, das ist einfach ein Jäger. Richtig? Nein, kriegen auch Tiergefährten und dergleichen, das sind wirkliche Baumkuschler. Barbar. Ein Barbar, der Schlösser knacken kann. Ja, dann nehme ich aber einen männlichen Char. Du siehst nicht aus wie. Also ja, die Frau sieht auch nicht besonders stark aus. Aber wenn ein Kerl, der Barbar sagt. Ja, doch. Ja, doch. Ist okay, aber das Gesicht ist komisch. Nimm dann mal nicht den, sondern nimm einen Zwergen-Barbar. Nimm mal so einen. Macht plus zwei. Gut. Weiter. Erhalten Bonus auf die Verteidigung gegen die Wirkung, niederschlagen und betäubt. Alle Inselaumauer erhalten ein zusätzliches Waffenset. Ja, nee, brauche ich nicht. Ich nehme das da. Weiter. Barbar ist gut. Du bekommst pro Begegnung einmal plus Macht plus Verfassung minus 10 Abwehr, Gesundheit und Ausdauer. Oh ne, Gesundheit und Ausdauer verborgen für 11, 12 Sekunden. Ja, nee. Barbarischer Schrei, der verängstigen kann. Nehme ich lieber den. So, du bekommst nicht so viel Gewandtheit, nicht so viel Intelligenz, nicht so viel Entschlossenheit. Macht. Verfassung. Warum brauchst du Intelligenz? Also für die Kampfschrei vielleicht, aber nö, das erhöhe ich nicht. So. Wobei du wirst so schon. Minus 3 Konzentration. Also ich würde gerne Macht auf Max bringen, nur für den Fall, dass es irgendwo Sachen gibt, die einen wirklich, wirklich starken Charakter brauchen. Da könnten wir dann ihn hier benutzen. Zwölf Tapferkeit. Ja, nee, das ist okay so. Weiter. Kultur. Entschlossenheit, Gewandtheit, Macht. Die Land der Lebenden. Bergisches Gebiet auf einer riesigen nördlichen Insel. Okay, Macht plus eins. Unser Hintergrund für diesen Barbaren ist, er war ein Landstreicher. Nein, Heimlichkeiten überlegen. Athletik und Wissen. War ein ganz normaler Arbeiter, dadurch hat er schon mal ein bisschen Mechanik und Athletik. Das ist genau richtig. Okay, weiter. Erscheinungsbild. Seine Hautfarbe ist. Oh ne, das sind die Farben. Farben. Brauntöne sind okay. So, die Haut können wir noch verändern. Oh. Eine Sekundärfarbe für die Haut. Oh, sieht schon eher danach aus. Nö, die anderen haben mir schon ganz gut gefallen. Die da. Jo, das ist jetzt unser Barbar. Haarfarbe schwarz ist okay. Und das passt doch fast wie Faust aufs Auge. Weiter. What is it? Now I am the leader of the group. A blade in the dark. Ja, doch, das gefällt mir. Also wir haben unsere geldgierige Söldnerin. Also ja, sie ist ein Paladin, aber es ist ein Paladin-Söldner. Das heißt, sie spielt ihn auch wie Söldner. Wir haben einen recht arroganten, wortgewandten Magier. Und wir haben einen bösen Barbaren.
weiter. Und du bist gone. Auch wenn du keine Hörner hast. Erledigt. Zack. Zu spät zum Abendessen. Was? Finde die Zwergenfrau, ja. Was? Habe ich die gerade verhauen? Die Quest? Weil ich die angeheuert habe? Was ist hier alles gerade passiert? Also dein Ruf bei Goldtal hat sich nochmal verbessert. Und wir haben die Aufgabe abgeschlossen, zu spät zum Abendessen. Right. Das ist nicht gut. Ah, du bist es, meine Retterin. Er deutet mit einer ausladenden Geste auf die Küche und nimmt hier Raum. Es ist schön, dich zu sehen. Glaub nicht, dass deine Taten unbelohnt bleiben. Ich habe beschlossen, dass du dir das Recht verdient hast, eines meiner bestgehütetsten Geheimnisse zu erfahren. Mein liebstes Rezept. Ja, super. Danach wirst du nichts anderes mehr essen wollen. Eine herzhafte Pastete, die dich gesund und munter halten wird. Möge es dir auf gute Dienste erweisen. Also die Quest hieß wohl einfach nur zu spät zum Abendessen, aber wir waren nicht zu spät zum Abendessen. Eher höchstens. So, du hast einen Zweihänder. Kriegst noch einen Helm. Und ein Bier. Und ein Bier. Und die Dietriche. Und den Kletterhaken. Und das Brecheisen. Gut. Wo ist die Pastete? Ich will jetzt ja nicht pingelig sein, aber ich hätte gerne die Pastete. Ich werde dir zu Ehren ein Gericht benennen. Okay. Die Level-Ups mache ich gleich. Gods keep you. Wir können jetzt noch einen Helfer anheuern. Ach, es ist echt super mit dem, ne, dass man selber sich auch Leute dazu packen kann. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass es genug NPCs gibt, die auch eine eigene Story haben und einen eigenen Charakter. Aber um halt die Lücken bis dahin zu füllen, das ist eine schöne Sache. Ich würde gerne mehr über den schwarzen Hund erfahren. Wirklich? Naja, lass mich mal sehen. Das eigentliche Gebäude steht hier schon seit Jahren. Der schwarze Hund aber ist noch ziemlich neu. Hier drinnen bekommen wir auch viele neue Gesichter zu sehen. Gut, zugegeben, nicht mehr so viele wie früher. Tenfris ist quasi der Hauptgewinn. Mit ihm werden die Besucherscharen sicherlich schon bald zurückkommen. Bis der Vorbesitzer überstürzt abreiste, war ich hier Bedienung. Keiner weiß, was mit ihm geschehen ist. Selbst sein armer Hund hat er zurückgelassen. Da kommt auch der Name her, musst du wissen. Der schwarze Hund. Achso, nicht von diesem komischen hundeähnlichen Kopf? Okay. Sie sitzt immer noch oben und sehnt sich nach ihm. Armes, altes Mädchen. Irgendwie ist die Schenke in meine Hände gelandet. Meine eigene Schenke. Sie verlangt mir viel schwere Arbeit ab, doch bislang ist es das wert gewesen. Ja, das stimmt. Wenn man sich für sich selber arbeitet, kostet das alles wesentlich weniger Energie. Freie Platzwahl. Was hast du zu verkaufen? Lauter Sachen, die wir verkauft haben, das ist richtig. Da ist die Pastete, die wir eigentlich hätten geschenkt bekommen sollen. Ah, vielleicht kocht er sie ja gerade. Und ja, wir könnten nochmal ein Abenteurer anheuern, aber nee, das ist okay jetzt. Hm? Mhm. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, eine tote Zwergin anzugucken. Ah, das ist bestimmt ein interessantes Event. Jupp, sie hängt tot am Baum. Ja. So, Level Up für dich. Wir hätten gerne Heimlichkeit, Überleben. Na, ich würde gerne weiter immer schön Athletik hochbekommen. Wo das nicht ganz so viel bringt. Aber vielleicht haben wir später irgendwie einen Check auf Athletik, der sehr hoch ist. Dann würde ich das gerne mit ihr machen können. Und die restlichen Punkte packen wir mal auf Überleben, damit sie da ein bisschen hat und ein kleines bisschen auf Heimlichkeit, damit sie so ein kleines bisschen schleichen kann. Weiter. So, wir könnten jetzt lernen, Hand auflegen, was auch auf ein anderes Ziel geht, was echt praktisch wäre. Alternativ hätten wir Genauigkeit verbessern werden. Ist eine Aura um sie rum. Würde also auch den Barbaren betreffen. Und hält wie lange an? Immer? Geschwindigkeit sofort.
Das ist sehr gut, ja. Dann hätten wir auch noch eine Aura für Bewegungsgeschwindigkeit. Und eine für Schadensreduktion. Ich denke, ich nehme aber Hand auflegen, weil es ist im Kampf einsetzbar. Ach so, Ausdauer, nicht Lebenspunkte. Ah, nee. Dann nehme ich Genauigkeit. Weiter. Keinen neuen Perk. Schade. Okay. Und du bist auch Stufe 3. Du siehst hier irgendwie nicht so toll aus wie auf dem Porträt. Du bekommst Wissen. Und ein kleines bisschen Athletik, damit du nicht immer gleich aus den Latschen kippst. Oh, was kostet bei dir mehr aufzusteigern? Wahrscheinlich von der Klasse abhängig. Dann auch noch Überleben. So, du bekommst 2 Zauber, kannst du dir aussuchen. Entweder von der zweiten oder vom ersten? Ja. Also ich könnte jetzt auch die 2 benutzen, um mir noch mehr Stufe 1 Zauber zu holen, aber das ist dann halt wahrscheinlich nicht ganz so praktisch. Das heißt, du bekommst... Ich hätte gerne Kampfzauber. Feuerstrahl klingt gut. Erzeugt einen blendenden Flammenstrahl zwischen dem Zauberwirker und dem Ziel, der dem Ziel und jedem, der in dem Strahl gefangen ist, anhaltend Verbrennungsschaden zufügt. Ja. Also wenn man das richtig gut timet, kann man damit mehrere Leute durchgehend treffen. Also sagen wir mal, da wo sein Buch ist, sind wir, da wo die Brust ist, sind wir auch mit dem anderen Charakter und da sind Gegner und dann schießt er von seinem Kopf aus da so lang. Dann würden die beiden durchgehend Schaden bekommen. Alternativ hätten wir... Erzeugt einen abprallenden Feuerball, der... Oh, abprallen ist nicht gut. Das könnte uns treffen. Also ich glaube, ich nehme... Oh. Erzeugt eine Lanze aus reiner nekrotischer Energie, die sofortigen und Säurezeitschaden hinzufügt. Ist Single-Target, aber dafür sehr viel. Guckt euch das mal an. Ja, ich nehme die nekrotische Lanze. Und verwirrt für 6 Sekunden. 6 Sekunden ist, hält sich im Rahmen. Fesselndes Netz. Ne, wir haben jetzt 2 Nahkämpfe, die Gegner abfangen können. Das sollte eigentlich reichen. Max Ausdauer und Max Gesundheit. Flößt dem Zauberwirker Vitalität ein, wodurch er einen vorübergehenden Anstieg seiner aktuellen und maximalen Ausdauer erhält. Also nur für ihn selber, ne. Ja, dann nehme ich die nekrotische Lanze für Single-Target und Feuerstrahl für eventuell mehrere. Weiter. Kein Talent. Okay, erledigt. Und jetzt müsste auch mehr Aufladung von Stufe 1 Zaubern haben. Also jetzt gerade nicht, weil er noch schlafen müsste eigentlich, aber theoretisch. Das heißt, wir sollten jetzt schlafen? Ach komm, huh? Gucken wir uns erstmal die Zwerge an. Die war hier. Und dann könnten wir sie in Ruinen herumgucken. Weil inzwischen haben wir ein paar mehr Leute und sind auch Level aufgestiegen. Und die Zwergin funkelt. Ja. Gehen wir zur Zwergin. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwergin baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Galgenstricks durchbiegt. Das aufgedunsene Fleisch ihres Halses, das stellenweise wie Motten zerfressenes Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt. Und ihr lebloser, nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steif von einer Seite zur anderen. Wenn sie jetzt auch, wie im Traum, ihren Mund aufreißt und zu schreien anfängt, dann werden die Wache uns töten, weil wir ein Hexer sind. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, aber da keine Schatten auf seine Umgebung wirft, sich aber lauwarm anfühlt. Du glaubst, nach ihm greifen und es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst. Nach der Frau greifen. Aha. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend, holst du tief Luft. Als du ausatmest, bemerkst du, wie du dich nach der anhängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuen, ungewohnten Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es in deinem Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes, elektrisches Aufbranden von Bildern, Worten und Geräuschen.
Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du einen anderen Ort, der nur von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper immer noch wild im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst und an einem Baum hängt, der nun in einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, was das Seilknarzen quittiert, und lächelt dich an. Have you come here for me, dear? Or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Ja, wir sollten jetzt keine Zeit mit Smalltalk verbringen. Wir sollten auf den wichtigen Punkt kommen, nämlich, dass wir eine Krankheit haben. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass es eine Krankheit ist. Wobei das jetzt eher so scheint, als wenn wir irgendeine Fähigkeit oder einen Fluch bekommen haben. Ich glaube, ich habe einen Biowack überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Called, I mean. Called them. Those days are all behind me, no? Also sind wir eine starke Seele. Wie kannst du noch mit mir sprechen? Also was genau passiert hier gerade? Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animantic sciences, but with little success. Das erklärt aber, warum wir bei den beiden Frauen so komische, bruchstückhafte Erinnerungen hatten. Na, wobei, es waren ja auch zwei unterschiedliche Frauen. Aber trotzdem, man hat eine Seele. Wenn man stirbt, verliert man Teile seiner Seele und bekommt von anderen Teilen deren Seelen. Aber nicht so viel, wie man verloren hat. Also die Seele wird immer kleiner. So gesehen. Aber man hat dann auch vielleicht in seiner Seele Erfahrungen von anderen, vorherigen Leben von anderen Menschen. A very small few resist Rimargan's influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Ja, und wir sind so eine Seele, die halt nicht zersplittert. Ich muss verstehen, was genau mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht, als ob sie ein Kind trösten würde. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Ah, es ist die dürfste Übersetzung bisher in der deutschen Übersetzung. Wir sind ein Watcher, jemand, der sieht. Wir sind kein Wächter, ein Wächter wäre ein Guardian. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, weil ein Guardian bewacht etwas. Ein Beobachter beobachtet nur, er greift nicht ein, er ist neutraler. Was ist denn ein Seher?